Hey Leute, da bin ich mal wieder mit einem kleinen Video. Heute geht es um das neue Channel Design. Wie ihr vielleicht schon auf meinem Kanal erkennen könnt, bin ich umgewechselt oder habe ich umgeschaltet auf das neue Design. Nein, mir gefällt das neue Design auch nicht sehr gut. Aber ja, ich wollte es einfach mal testen. Hab mir dazu erstmal auch so einen provisorischen Banner erstellt hier. New Channel Design coming soon, bla bla bla. Und hier so einen hübschen Klon. ja, wie gesagt. Natürlich wird dann noch ein richtiges Design kommen, ist ja wie gesagt, wie ihr schon lesen könnt, nur zur Überbrückung. Ja, das neue Design, was soll ich dazu sagen? Irgendwie, ja, es gibt nicht viel zu sagen eigentlich. Trotzdem versuche ich viel zu sagen, einfach weil es mich ein bisschen aufregt. So, ich denke mal, viele kannten es von euch schon vorher, ich auch. Nur jetzt ist es halt sozusagen echt final, glaube ich. Und ja, die erste Sache, ja, das Tolle ist ja, es ist alles auf die Videos gerichtet, ne? Also ich finde das jetzt zwar nicht besonders toll, also das ist Ansichtssache. Viele Leute sagen ja, da kriegen wir alle mehr Views und die meisten Leute oder viele Leute sagen ja auch, ja, jetzt sind alle gleich, jetzt haben alle die gleichen Chancen und bla bla bla. So, dazu muss ich von vornherein erstmal sagen, es ist meines Erachtens scheißegal, was man für, ob man jetzt einen Kanalbanner beim alten Design hatte oder nicht. Also ob man Partner war oder nicht. Finde ich meine. Das ist meine persönliche Meinung, aber irgendwie, wenn jetzt irgendwelche kleinen Leute oder beziehungsweise kleinere YouTuber sagen, so, ja, jetzt haben alle gleiche Chancen und so, ich finde es total toll. Es liegt meines Erachtens nicht am Kanaldesign, dass man nicht geklickt wird oder nicht so viele Abos kriegt. Also, es ist meines Erachtens irrelevant. Natürlich soll es jetzt irgendwie auch nicht zu hässlich sein, das heißt irgendwie so rot, grün, blau gemischt und ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Beim neuen Design ist einfach das Problem, es ist alles meines Erachtens zu minimalistisch. Ich bin ein Fan von Minimalistik, sagt man das? Keine Ahnung. Aber nur in gewissen Maßen. Wenn dadurch die Kreativität flöten geht, dann nicht. Und das ist hier eindeutig der Fall. Ihr seht also, die Infobox ist ganz weit verschwunden. Also ich glaube, kaum jemand wird sich jetzt mal mit die Mühe machen, hier das durchzulesen. Auch die, was gut ist, ich stamme hier schon, weil ich so genervt bin. Ich bin eigentlich gar nicht genervt, aber ich habe das Video jetzt hier schon 5-mal gemacht, von daher bin ich etwas genervt. Das neue Channel-Design ist okay. Einfach nur zu sagen. Also, es ist okay, mir gefällt es jetzt nicht sonderlich gut, aber das haben ja alle YouTube-Designs nach dem Original super duper Design. Vielleicht kennt ihr das, ich weiß nicht, wie der Name, offizielle Projektname davon war. Jedenfalls das vor Cosmic Panda, das hat mir wirklich gut gefallen. Danach war eigentlich alles immer mehr, ja, Schrott. Also nicht Schrott, aber Cosmic Panda war gut zu Anfang. Aber dann haben sie ein paar Sachen rausgenommen, haben weniger Funktionen und so. Es war okay, hätte man sich dran gewöhnen können. Und ich habe mich auch dran gewöhnt. Aber jetzt, wo ich mich dran gewöhnt habe, bam, YouTube haut ein neues Design raus. Ach, oh, danke. Habe ich wirklich gebraucht. Und hier haben wir die Diskussionsbox. Das finde ich gut. Das ist die Kommentarbox. Weil früher war die Kommentarbox ja unter dem Cosmic Panda, man musste auf Feed gehen und so ist die ganz verschwunden eigentlich. Früher hat man auch irgendwie über Kommentare auch diskutiert und so. Das ist jetzt wieder da, hoffe ich jedenfalls. Und ja, das finde ich relativ gut. Weil so, ich meine, ihr seht, also meine Kommentare wurden, hat kaum mehr jemand was da irgendwas geschrieben, einmal eine Werbung, dann von unserem Alois Grillmeister. Ein toller Kommentar, aber sonst nichts. Und ja, unter Videos hat man jetzt halt hier die Videos aufgelistet, eigentlich wie beim alten Design. Ich sehe keine große Änderung. Und ja, wie gesagt, laut YouTube, oder soweit ich weiß, ja, das ist gar nicht laut YouTube war, jedenfalls habe ich uns mal gehört, ist eben alles, ja, das ist vom Videoamt, ist alles sehr stark auf. Erhöhung der View-Zahlen, ne? Deine Inhalte sind einzigartig wie eine Schneeflocke. Einmal gestalten, überall gut aussehen. Der erste Eindruck, okay, das klingt irgendwie ein bisschen komisch, ne? Aber es ist einfach so, es ist eben so, da steht, niemand hat einen Kanal wie du, bla bla bla. Jetzt kannst du deine Videos vielleicht so präsentieren, wie sie in einem einzigen Stil. So, toll. Wieso habt ihr uns nicht einfach mehr Kreativität gegeben? Ich meine, wieso hat man nicht einfach das alte Design beibehalten, ne? Wieso muss man denn dieses neue Design haben? Das ist, glaube ich, meines Erachtens. Das neue Design ist überwiegend ausgelegt, soweit ich weiß, auch auf mobile Devices, ne? Beim uralten Design gab es auch so eine mobile Unterstützung, eben für Partner. Aber ich weiß nicht, was daran so, wieso man jetzt ein neues Design machen muss, weil, ja, irgendwie ist es nicht mehr so viel Kreativität. Man kann die Playlists anordnen, oh, unglaublich. Konnte man vorher nicht, nee, konnte man nicht. Außerdem hat man hier so einen Trailer, der ist halt irgendwie für Nicht-Abonnenten oder eben Abonnenten sehen dann eben das hier, das ist eigentlich ganz nett, finde ich, das ist gut. Sehen eben so letzte Aktivität und halt so empfohlene Videos. Wie gesagt,
sonst allgemein, man hätte mehr, man hätte auch noch hier, also jetzt in diesem Bereich, hätte man ja eigentlich noch die Freiheit gelassen können, dass man direkt irgendwas machen kann. Das wäre vielleicht dann schwer für diese mobilen Geräte gewesen. Vor allem, was mich auch stört, ist die fehlende HTML-Verknüpfung im Banner. Weil man hat nur noch diese Links, diese popligen Links. Die sind wirklich hässlich, weil da muss man alle aufeinander rein. Hier muss man alle aufeinander rein, wenn man da ordentlich Links unterstapeln, wenn man halt so verschiedene soziale Netzwerke hat. Habe ich zum Glück ja nicht. Ist ja nur mein Flickr und mein Twitter. Und dann hier so ein Button, wo ihr dann zum Abonnieren kommt. Ganz simpel, aber wenn man jetzt mehr hat, ist es problematisch. Problematisch. Und es ist einfach dumm, weil ich meine, guckt euch mal an. So, ich habe es auch mal auf meinem Handy getestet und ja, wie ihr sehen könnt, es gibt diese Verlinkung nur auf dem PC. Soweit ich weiß. Auf dem Tablet gibt es sie auch nicht. Und sieht man die auch hier. Wozu hat man, oder wozu, wieso hat man die HTML-Verknüpfung rausgeholt, ne? Ich meine, wieso hat man diese komischen Dinge extra nur auf dem PC? Wenn sie jetzt auch noch auf mobilen Geräten gewesen wären, okay, hätte ich in gewisser Weise verstanden, weil da ist es ihnen kompliziert, wenn du da mit deinem komischen Finger drauf tippen willst, das ist ja irgendwie bescheuert und es ist auch wahrscheinlich relativ schwer umzusetzen. Aber ich verstehe nicht, wieso man es auf dem PC gemacht hat. Ich weiß nicht, wieso. Man hätte dann so schön hier noch HTML-Verknüpfung reinmachen können. Und dann so ein Flickr-Bild und was auch immer, ne? Es wäre viel, viel besser gewesen. Aber nein, das muss man auch ändern. Wie gesagt, man hat hier noch die Möglichkeit, einen Bereich hinzuzufügen. Beliebte Videos, Tag. Ich weiß nicht, was das ist. Da kann man wahrscheinlich so ein... Ich kann mal kurz auswählen, so Lego. Und... Achso, ich kann den Tag... Lego Star Wars... Leo, und dann habe ich halt hier Videos. Achso, das ist so, okay. Das ist ganz, das ist halt so auf WordPress-Art. Sonst hat man hier halt die andere Kanalbox. Und ja, hier hat man Kanal durchsuchen, Ding. Hier hat man eben nochmal den Feed, die Videos, die Diskussion. Jetzt zu meinem Feedback. Ich finde das Design nicht grottenschlecht, wie manche Leute sagen. Aber ich finde es auch nicht grotten super oder toll. Ich wäre liebend gern beim alten Siegen geblieben. Zurzeit ist ja noch so, man kann ja auch noch zurückwechseln und so. Ich wollte es jetzt vorerst einfach nur mal testen und ja, es ist auch echt gut, wenn man sich schon eingewöhnt. Bisschen finde ich jetzt persönlich, weil es wird schließlich so kommen. Also von daher, ja, ich finde es also wirklich nicht so toll. Zum Glück, die einzige, was ich gut finde, ist eben wie gesagt, dass hier die Kommentarbox ist. Ein großer Kritikpunkt bei mir ist eben auch, dass mittlerweile dann jeder hat diesen Banner. Das ist gar nicht schlimm, ich finde es echt super. Das ist ja eben gut, finde ich eigentlich. Aber dass dann verwahrloste Kanäle oder Kanäle, wo man einfach mal draufklickt, weil sie einen dummen Kommentar geschrieben haben oder irgendwas und versucht ihn zu melden oder will ihn melden, dann hat ja jeder, hat die dann halt so braun, sage ich schon, ich bin farbenblind, ja, einen grauen Banner und das nervt einfach, finde ich, weil jeder hat dann einfach hier so einen grauen Banner anstatt ein Bild, weil wenn du nichts machst, hast du einen grauen Banner, man hat hier zwar noch eine Galerie zur Verfügung, nur ich weiß eben nicht, wie das aussieht, weil als ich jetzt gewechselt habe, war es eben so, ich hatte einen grauen Banner als Standard, fertig, bumm. Sieht aber hässlich aus. Und wenn ich, was ich gut fände, wenn YouTube das einbauen würde, wenn es jetzt zwingend wird, das liegt da rein, dass dann eben wirklich halt per Zufallsprinzip einfach erstmal so ein Bild ausgewählt wird. Das fände ich viel besser, weil dann wäre einfach alles ansprechender. Ich hoffe, das machen sie noch irgendwie, weil das wäre viel ansprechender, als wenn ich dann auf irgendeinen Kanal klicke und er dann irgendwie so einen grauen Banner hat, weil er zu faul war, sich ein Kanaldesign zu machen. Was ich auch voll und ganz verstehen kann, weil man eben einfach nur kommentiert. Und das ist eben aber trotzdem ein bisschen nervig dann eben für den Zuschauer. Ne? Ja, das ganze Design ist okay. Wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon findet. Und ich sag einfach mal Tschüss und bis zum nächsten Update-Video, was sicherlich bald jetzt kommt. Und ja, danke fürs Zuschauen. Und ich sage erstmal Tschüss und beende es erstmal hier. Das ganze Aufnahme.